Ja, seid ihr auch schon da. Servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ich habe mir schon einen Platz gefunden, haben wir es eigentlich schon alles hergekriegt. Wir will heute endlich einmal meinen Hobel testen, meinen Antigris, den Titan-Hobel. Den will ich anwerfen. Dazu machen wir heute so Barbecue-Grillmix, nicht weiß gut was. Eine Kartoffel dazu. Jetzt werde ich noch ein bisschen ein Holz machen für den Hobel. Hab da eh schon einen Platz gemacht, dafür alles freigelegt. Es ist mein Matten drunter und ja, schauen wir mal, Holz habe ich auch schon, da haben wir die Umkugeln, wird mir reichen. Wer weiß, ob ich die Macheten heute überhaupt brauche dazu. Na, schauen wir mal. Ah, jetzt kommt ein bisschen Wind auf. Das wird sicher helfen beim Abbrennen. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Eieiei. Ist schon ordentlich warm auch. Machen wir das drauf. Ich glaube, da werde ich wieder einen Handschuh brauchen. Schief stehen wir auch da. Dann muss ich den ein bisschen gerade bringen. Ja, so geht auf alle Fälle gewaltig was weiter. Das muss man schon erwähnen. Ja, und die sicher hat auch da unten schon seine violettblaue Färbung auch nochmal. Super, jetzt gefällt der Meister richtig. So. Meine Erdäpfel sind. Jetzt kommt mal der mal rein. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Hobel. Der macht seine Sache gut. Genauso wie alle anderen. Da gibt es fast keine Unterschiede. Ein Hobel zieht und das macht er, was er tun soll. Aber ich muss sagen, er hat einen schönen großen Brennraum, das gefällt mir. Geht ganz gut und Titan ist halt wieder mal eine Sache, was mir speziell gut gefällt. So, und jetzt sagen wir, lassen es gut sein. Die sind schon knusprig aus. Herrlich. Vor allem auch schon optisch gut. Schaut das nicht lecker aus. Ein paar Knospen noch dazu, ein paar Bärlauchblauen. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ja. Mahlzeit. Sagen, wieder mal alles gelungen. Sehr gut. Energie dazu. Wassermelone. Prost. So, ich werde jetzt schnell in Ruhe essen, oder eigentlich langsam, ich werde Zeit, ich muss ja nicht hoch rum. Und dann hänge ich wieder dazu, also, bis später. Gegessen habe ich jetzt verdammt gut.
Und jetzt kommt natürlich, kein Fernsehsäck, oder? Wollte ich euch nur sagen, jetzt waren ja minus 15%, glaube ich, auf Helikon-Deck-Sachen. Habe ich natürlich gleich auf ein paar zugeschlagen, so wie zum Beispiel die 1-Liter-Flaschen von Helikon-Decks. Und dabei, ja, die hat es gegeben, glaube ich, in den Transparent und den Rauchgrau. Und was mir da aufgefallen ist, auf alle Fälle, ich schreibe euch es dann nochmal da unten rein. Ich glaube, die ist um 50 Gramm leichter oder um 40 Gramm leichter als wie die Nalgene Weithals. Da ist auch noch so ein Einsatz drin und den habe ich nicht gebraucht. Den habe ich mir rausgenommen, brauche ich nicht. Da haben so eine kleine Survivalbox, habt ihr vielleicht schon beim Anzünden gesehen. Da ist jetzt mein Firekit drin. Das ist um ein bisschen größer als wie die Box, was ich sonst normal habe. Ja, dann haben wir noch so eine Umhängetaschen haben wir gewöhnt, ein Rollkapperl. Ja, ein paar Kleinigkeiten halt, was man halt so braucht. Natürlich bei meinem Lieblingsausrüstungsshop Military Basic ist eh klar. Gut, und machen wir auf alle Fälle mal einen Kaffee. Ja, mein Hobo hat jetzt eine schöne blau-violette Farbe. Der gefällt mir jetzt auch urgut. Ja, heute haben wir mal wieder Gas dabei. Wollte ich einfach einmal wieder mitnehmen. Schwarze Gold. Ja, Krankensesseln. Ja, ist jetzt wieder die ersten. Werd's mal gesund. Und meine ganzen Gesunden werd's mal nicht krank. Prost. Aber wie sehen können Sie, jetzt ist schon alles super grün. Der Frühling ist da bei mir voll herrlich. Ja, jetzt werden vielleicht etliche fragen, warum nehme ich mir das Titanpfandl. Ich habe ja ein anderes Pfandl auch daheim. Das schöne beschichtete. Das ist ja wirklich super, aber das werde ich nur für Gas verwenden, aber nicht auf dem Hobo. Ja, das nächste drum, was ich mir in Zukunft ersparen werde, ist diese Machete. So, jetzt haben wir immer das Hü dabei gehabt, ist eh klar. So, und ja, mein Mattel. Seht ihr, da ist nicht viel überblieben. Und die Farbe ist jetzt schon gewaltig. Ist die nicht schön? Blau-violett, wie die spiegelt. Mit der Farbe noch viel besser. Ja, werden wir schauen, ob wir nicht nur einen Kaffee machen. Ja. Hätte ich noch einen Guster. Werden wir wahrscheinlich so tun. Perfekt. Passt. Alles schön zusammen. Ja, das zweite Mal ein Brüsterchen an alle. So. Ich denke, da ist sowieso nichts mehr. Das ist jetzt schon seit einer guten 1,5 Stunden. Da passiert nichts mehr. Ja, und jetzt räume ich dann schon langsam zusammen und geht's dann schon langsam heimwärts. So. Ha, wieder perfekt. Gehen wir heim. Ja, Freunde, so sehr ich den Bärlauch mag, aber das geht da durch, ist ein Horror. Du siehst nichts, was da drunter liegt. Also, mich wundert es, dass man noch nicht auf die Pappen gehauen hat. Der schaut auch lustig aus. Das ist schon eine ganz schöne Arbeit. Wahnsinn.
Rahmen nicht entdeckt. Ja, wenn man leise genug ist. Da passt, wo man draufsteigt, geht's. Ja, Freunde, das ist einmal wieder erledigt. Noch 50 Meter bis zum Auto und bevor da die ganzen Menschenmassen treffen, verabschiede ich mich gleich da von euch. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch, die Burma.